Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben Weihnachten und Ostern wird am nächsten Wochenende das dritte grosse Fest im Kirchenjahr gefeiert. Pfingsten. Ganz unabhängig von der religiösen Bedeutung ist Pfingsten für viele Leute vor allem ein willkommenes, verlängertes Wochenende, das man nutzen kann für Wanderungen, Ausflüge, Velotouren und kleinere oder grössere Reisen. Und was macht ihr an den Pfingsten? Und nichts Spezielles. Ein bisschen Leuen. Feines Morgenessen. Also wir machen ab und zu einen Ausflug. Wir gehen ins Berghütli. Also das Jahr mache ich eine Party. Ich gehe Velo fahren oder Rollerbladen oder irgendwo bräteln, wenn es wirklich so gut ist. Es wird also auch gerne grilliert am Pfingsten. Vorausgesetzt, das Wetter ist gut und man ist im Besitz eines funktionstüchtigen Geräts. Die Anschaffung eines Grills richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen. In Coop, Bau und Hobby kann man sich ein gutes Bild machen von diesen Geräten und sich das passende Modell aussuchen. Die Auswahl ist gross. Man findet fast alles vom einfachen Picknickgrill über das praktische Grundmodell, verschiedene Kugelgrill, komfortable Gasgrill in allen Preislagen bis zu den professionellen Grill, die mit allerhand Komfort ausgestattet sind. Jetzt könnte man natürlich endlos darüber streiten, welche Grillmethode die beste sei. Wir fragen lieber gerade von Anfang an den, der es ganz sicher weiss. Guten Abend, Armin. Salut, Marc. Armin, Hand aufs Herz. Bitte. Holzkohle oder Gasgrill? Die Holzkohle braucht ein bisschen Zeit. Es ist etwas für einen echten Grillfan und es ist vielleicht noch ein Spürchen gemütlicher. Ein Holzkohlekugelgrill hat außerdem den Vorteil, dass man auch indirekt grillieren kann oder ein Barbecue machen kann. Man schafft mit weniger Hitze, das Fleisch gart ganz langsam und bleibt darum besonders zart und es trocknet nicht aus. Und der Gasgrill, was kann der besonders gut? Der Gasgrill ist ideal für jemanden, der nicht so viel Zeit hat oder sich spontan fürs Grillieren entschließt. Der Gasgrill ist sehr schnell einsatzbereit. Man kann damit herkömmlich grillieren, aber auch braten oder schmoren. Das Modell hat zudem den Vorteil, dass Brenner nicht direkt unter dem Grill gut angebracht sind. Das Fett, das runtertropft, brennt darum praktisch nie und es raucht auch viel weniger. Und wenn es weniger raucht, freuen sich bestimmt auch die Nachbarn. Ganz genau. Danke, Armin. Gern geschehen, Marc. Den Gasgrill, den wir vorher gerade gesehen haben, gibt es jetzt noch bis zum Pfingstmäntig zum Monatstiefpreis von weniger als 300 Franken. Ein Besuch im Bau und Hobby lohnt sich also nur schon für das super Angebot. Wenn man umfragt, warum die Leute bei Coop kaufen, fällt häufig ein Stichwort: Neuheiten. Und genau so eine haben wir für euch parat. Nach jahrelanger intensiver Recherche hat Nescafé Gold den löslichen Kaffee neu erfunden und bringt den Geschmack von frisch gemahlenem Kaffee zu 100% in jede Tasse. Der neue Nescafé Gold gibt es in 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen, von mild bis stark. Finesse, Serenade, Deluxe, All'Italiana, Intenso und Espresso mit seinem unwiderstehlichen Schaum. Nescafé Gold aus 100% reinem Kaffee hat also das richtige Aroma für jeden Geschmack, jede Gelegenheit und jede Tageszeit. Probieren und immer wieder geniessen. Das Jahr ist auch die Schweiz erfreulicherweise an der Fußball-EM in Portugal vertreten. In einer Woche erfahren wir von Fans und Insiders, wie sie die Chancen der Schweizer Nazi einschätzen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.